Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Das Urteil im Fall Teichtmeister bewegt nach wie vor das Land und polarisiert auch die heimische Politikszene. Ob es zu milde ist, was man da verändern sollte, warum FPÖ-Chef Herbert Kickl da auch düstere Andeutungen macht, aber auch warum die FPÖ jetzt eine Gefahr seitens Linksextremismus sieht, wenn es doch permanente Vorwürfe über Rechtsextremismus gibt, und was er zum neuen Millionärssteuervorschlag der SPÖ sagt, das möchte ich jetzt FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenegger fragen. Und damit schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Hafenegger, die FPÖ regt sich ja relativ deutlich über dieses Urteil im Fall Teichtmeister auf, ist damit auch beileibe nicht alleine. Aber was regt sie da so auf? Weil die Gesetze waren ja immer relativ lasch bei dem Thema, muss man ehrlich sagen. Das ist einmal der erste Punkt. Die Gesetze sind tatsächlich in dieser Republik viel zu lasch. Der Kinderschutz bleibt hier absolut auf der Strecke. Und das ist auch das, was wir Freiheitliche immer gesagt haben. Wir haben gesagt, dass es müssen die Mindeststrafen jedenfalls hinaufgesetzt werden, damit es nicht zu so einem Skandalurteil kommen kann. Und das ist ja im Prinzip auch eine Verhöhnung der Opfer. Wir dürfen nicht vergessen, das sind 76.000 Bilder von Kindern hochgeladen worden, teilweise gespeichert worden, teilweise bearbeitet worden, mit Kommentaren versehen worden. Und die möchte man gar nicht ausmalen, was in seinem Kopf alles vorgeht, um diese Dinge zu machen. Aber jetzt sozusagen als freier Mann aus dem Gericht hinauszugehen und damit ein Signal in die pädophilen Szene zu setzen, also wenn man mit sowas erwischt wird, dann geht es ja gar nicht so schlimm aus. Das halte ich für ein falsches Signal. Und wenn die Bundesregierung jetzt hergeht und diese und jene Maßnahme ankündigt und auch eine Erhöhung des Strafmaßes, nützt mir das nichts, wenn die Mindeststrafe nicht angehoben wird und dann schlussendlich solche Urteile dabei rauskommen. Also insgesamt, glaube ich, ein schwarzer Tag für die österreichische Justiz und vor allem auch ein schwarzer Tag im Kampf gegen Pädophilie. Und da gibt es, glaube ich, wirklich sehr, sehr großen Handlungsbedarf. Und wissen Sie, ich habe schon fast den Eindruck, dass es ja da jetzt schon eine ganze Liga von Solidaritätsbekundungen mit dem Herrn Teichtmeister gibt. Also wenn man sich anschaut, wie vor allem im öffentlichen rechtlichen Rundfunk behandelt wird und wie man da eher milde darüber berichtet und wo man den einen und diesen und jenen Experten heranzieht, der dann erklärt, naja, er hat ja nicht Hand an die Kinder gelegt, er hat ja nur Fotos gehabt und so weiter. Da muss man schon eines sagen, ja, auch diese Fotos sind in Situationen entstanden, wo Kinder missbraucht worden sind. Und wenn man diese Bilder oder den Besitz dieser Bilder nicht drakonisch bestraft, ja, dann gibt man auf der anderen Seite natürlich auch der Lobby, die diese Bilder herstellt oder Handel damit treibt, ja, gibt man denen eine Rechtfertigung. Genau deswegen muss hier eine ganz klare Kante gezogen werden. Das ist nicht passiert und der Richter hat es vor allem auch nicht getan, was ich sowieso nicht nachvollziehen kann. Da sagen halt viele Anwälte, sehr viel Spielraum hatte der Richter in Wirklichkeit nicht, weil es quasi jetzt rein juristische Milderungsgründe gibt, diese tätige Reue, egal was man jetzt für glaubwürdig empfindet oder nicht, und dass er eben im Rahmen des Gesetzes nicht viel mehr anders hätte machen können, vor allem weil auch das psychiatrische Gutachten in die Richtung gegangen sei. Naja, ein Punkt, den man aber schon auch immer wieder aus diesem Verfahren heraus hört, ist jener, dass der Richter auch erwähnt haben soll, dass es nicht zuletzt auch aufgrund des öffentlichen Drucks, dass er sozusagen damit schon genug bestraft wäre, ja, und dass es auch deswegen mildernde Umstände gegeben hätte. Und ich versuche mir das jetzt nur vorzustellen, was das heißt, nämlich in zukünftige Rechtssprüche. Das heißt, ich muss mir jetzt, wenn ich vor Gericht stehe, nur einen, wie das ja immer wieder erwähnt worden ist, ein paar Demonstranten oder den bösen Mob vor die Türe stellen, der muss schauen, dass er möglichst viel Wirbel macht medial. Und dann heißt, die es nicht wissen, der Anlassfall auch des Ärgers offenbar des Richters war, dass der Herr Rutter, den wir ja kennen auch von Corona-Demos, gemeinsam mit Demonstranten in Niederösterreich vor dem Haus der Mutter von Teichtmeister mit einem Galgen gestanden ist. Ja, über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Ich würde mich auch nicht mit einem Galgen vor irgendein Haus stellen. Aber nichtsdestotrotz, und ich möchte das schon auch sagen, es sind sehr viele Menschen bei dieser Demonstration oder bei diesen Demonstrationen vor allem auch vor dem Gericht dabei gewesen. Und denen geht es in erster Linie um den Schutz unserer Kinder. Und ich glaube, da hätte die Regierung einen ganz, ganz dringenden Handlungsbedarf. Und da darf man nicht einfach irgendwelche kosmetischen Maßnahmen setzen, sondern genau die ich vorher gesagt habe. Also rauf mit den Mindeststrafen und möglichst drakonische Bestrafungen dann schlussendlich auch. Aber nicht
Nichtsdestotrotz, der Richter hat dann darauf verwiesen, dass also der arme Herr Teichtmeister jetzt aufgrund dieser Demonstrationen ja ohnehin schon gedemütigt genug ist, hat aber offensichtlich auf die Kinder, auf den 76.000 Fotos vergessen, deren Zukunft und deren Psyche wahrscheinlich nachhaltig gestört ist, und hat das als mildernden Umstand herangezogen. Und das verstehe ich schon gar nicht, ja, weil wenn das jetzt sozusagen die neue Mode ist, wie gesagt, dann organisiere ich mir eine Demonstration, wenn ich Straftäter bin, ja, die demonstrieren dann vor einem Gericht, dann schaut, dass nur zwei Fernsehstationen dabei stehen, und dann könnte man die gleiche Argumentation wiederbringen. Und ich glaube tatsächlich, in der objektiven Beurteilung dieses unglaublichen Tatbestandes, ja, kann es keine Rolle spielen, ob da jetzt wer vor dem Gericht steht oder nicht. Davon dürfte sich ein Richter ja gar nicht leiten lassen. Also ich halte das für wirklich sehr, sehr schwach, dass er das in diesem Zusammenhang so getan hat. Aber vielleicht, wenn Sie mir noch erlauben, generell noch ein Kommentar zu diesem Prozess oder zu diesem Vorfall generell. Ich meine, wenn man 76.000 Kinderporno-Darstellungen auf seinem Computer und auf seinem Handy drauf hat, dann gehe ich nicht davon aus, dass sich das der Herr Teichtmeister selbst zusammengesucht hat im Internet, sondern das lässt für mich den Rückschluss zu, dass es hier vielleicht ein Netzwerk gibt. Ja? Und wenn ich jetzt einen Prozess habe, der zuerst aufgrund eines Eigenfehlers der Justiz nicht durchgeführt werden kann, ja, dann hat man das nach hinten verschoben und dann macht man es gemeint am ersten und zweiten Schultag, ja, und handelt das innerhalb eines Tages ab und der Staatsanwalt verzichtet auch gleich auf einen Einspruch. Dann verstehe ich nicht, was da eigentlich im Gange ist. Ja. Warum ermittelt man nicht breiter? Ihr müsst ja aufgrund der Flut der Daten, die hier gefunden worden sind, ja noch andere Täter ins Kalkül ziehen oder einen Kinderpornoring oder was auch immer. Aber da ist relativ rasch am Wandel Schweigens drüber gelegt worden. Der ORF bemüht sich also, den Herrn Teichtmeister in allen möglichen Variationen zu entschulden und zu erklären, dass er ja nichts dafür kann, was ich als maßlos unerträglich empfinde. Und dann geht die Geschichte so weiter. Und im Übrigen, ich weiß nicht, ob es Ihnen auch aufgefallen ist, aber die 110 Gramm Kokain, die man gefunden hat, die spielen ja überhaupt keine Rolle. Ist aber auch ein Drogendelikt, wo ich sage, okay, das ist jetzt auch nicht nichts. Ja. Also insgesamt eine sehr, sehr eigenartige Kombination, die da zustande gekommen ist. Und ich habe wirklich den Eindruck, dass man da möglichst schnell geschaut hat, dass da alles vorübergeht. Man hat einmal den medialen Tuscher abgewartet, ja, und ich bin überzeugt, von nächste Woche ist alles unter den Teppich gekehrt. In die Richtung hat ja auch FPÖ-Chef Herbert Kickl argumentiert in einem Facebook-Posting, aber grundsätzlich weiß man, dass international eigentlich großteils das FBI draufkommt, wenn es größere Netzwerke gibt. Da dürfte es auch personelle und technische Probleme in Österreich geben und die Mannschaften relativ schwach besetzt sein. Kann das nicht auch das Problem sein, dass da eine Mischung aus Überforderung und vielleicht auch nicht ausreichender Besetzung dahinter steckt, dass die nicht die Quellen dieser Fotos, und das ist unbestreitbar wichtig, deswegen jagt ja das FBI weltweit und die meisten Tipps in Europa kommen ja von den US-Behörden in der Hinsicht, dass das in Wirklichkeit dahinter steckt, also eigentlich sehr profanes. Schauen Sie, ich habe jetzt keinen Einblick, wie die Ermittlerstruktur in Österreich diesbezüglich ist, und es ist ja traurig, dass es sowas überhaupt geben muss. Ja. Mhm. Aber eines möchte ich dazu auch sagen, wenn sie tatsächlich schwach ist, dann möchte ich mich nicht darauf verlassen müssen, was das FBI vielleicht als Beifang da irgendwann einmal nach Österreich meldet, denn der Schutz unserer Kinder sollte nationale Angelegenheit sein, und genau deswegen wäre es halt auch wichtig, dass man halt da schaut, wo diese Dinger herkommen. Ja. Und darum verwundert es mich ja so. Also da wird dieser Fall Teichtmeister da großartig berichtet und so weiter und so fort. Und es gibt keine weiteren Ermittlungen. Also das wird ja der Herr Teichtmeister nicht irgendwo international zusammengesaugt haben, diese ganzen grauslichen Bilder, sondern die müssen ja irgendwo herkommen. Ja? Und wir wissen, dass in Österreich schon wegen anderer Kleinigkeiten Handys abgenommen werden, vor allem dann, wenn es politisch opportun ist. Aber in solchen Fällen, wo es wirklich um Kindesleid geht, wird erstaunlich wenig gemacht, wenig ermittelt. Das wurde schon abgenommen. Ja, dem Herrn Teichtmeister. Ja. Ja, und das kann ich mir nicht vorstellen, dass der mit niemandem kommuniziert hat. Wird er wieder in einer Community verankert gewesen sein. Und dass es da keine Folgeermittlungen gibt, das ist eben das, was mich stutzig macht. Und wo man genau drauf schauen muss. Und ich glaube, das wird auch ein Auftrag an folgende Regierungen sein, dass man in diesen Dingen genau hinschaut. Und für mich persönlich, ja, ist jetzt mit der Aburteilung von Herrn Teichtmeister, noch dazu mit diesem Skandalurteil, der Fall nicht erledigt. Ich möchte wissen, wo das Netzwerk ist.
Gut, kommen wir noch zu einem anderen Thema. Sie haben es eh schon indirekt angesprochen. Sie haben diese Woche eine Pressekonferenz gegeben über Linksextremismus in Österreich. Da haben halt viele den Eindruck, das ist ein bisschen auch ein Ablenkungsmanöver, weil zuletzt wurde viel über Rechtsextremismus geredet. Und Sie wissen auch, das Video der FPÖ-Jugend wurde vom Staatsschutz angezeigt, an die Staatsanwaltschaft weitergegeben, eben wegen dem Verdacht auf Rechtsextremismus. Danke, da haben Sie gleich den richtigen Ball aufgelegt dazu. Der Staatsschutz hat eine Anzeige gemacht, aber Sie wissen schon, in welchem zeitlichen Kontext das gelaufen ist, nachdem der Herr Bundeskanzler das angeregt hat. Und da ist schon für mich einmal das erste Problem, dass ein Staatsschutz, der mit einem ÖVPler besetzt ist, mit dem Herrn Al-Hajjavi, dass der auf Zuruf vom Herrn Bundeskanzler Anzeigen macht. Das ist aus meiner Sicht ein Problem, denn der Staatsschutz hat sich darum zu kümmern, ob die Verfassung in irgendeiner Art und Weise berührt ist oder nicht. Ob das so war, wissen wir nicht. Entschuldigen Sie, also eins und eins kann man zusammenzählen. In einem tiefen ÖVP-Staat passiert nichts unabsichtlich und nichts zufällig. Und wie gesagt, der Herr Hajjavi Pirchner ist auch nicht vom Himmel gefallen. Der hat vorher für die ÖVP-Wahl gekämpft und ist mit dem ÖVP-Ankerl herumgelaufen. Jetzt ist er der oberste Geheimdienstler. Aber egal. Gut, also es gibt den Zuruf vom Herrn Bundeskanzler. Der Geheimdienst macht eine Anzeige und eine Anzeige kann jeder machen. Ich bin überzeugt davon, dass es hier nicht zu Ermittlungen kommen wird im Übrigen. Ja. Aber schauen wir uns mal an, wie das Ganze zustande gekommen ist. Eine Jugendorganisation, in dem Fall die Freiheitliche Jugend, produziert ein Video mit motivierten, patriotischen jungen Menschen, die hier dieses Video erstellen, die sich natürlich auch Sorgen über ihre Zukunft machen, natürlich auch das Thema Zuwanderung ansprechen. Und ich glaube, das ist ein Thema, das man ansprechen muss, denn ich glaube, jeder in diesem Land hat bemerkt, dass sich in den letzten 10, 15, 20 Jahren in der Zusammensetzung der Bevölkerung einiges verändert hat. Und wenn die jetzt ihre Sorgen dort artikulieren, und darüber natürlich dazu ein Video machen, aber dann ist es natürlich sofort rechts und böse. Nein. Und wer sind die Experten, die sagen? Das sind die Linken, die mittlerweile im System angekommen sind. Aber das Dokumentationsarchiv besteht jetzt auch aus Linken. Sie haben ja selber jahrelang erklärt, das sind lauter ÖVPler. Noch einmal, ich habe gesagt, der Staatsschutz macht das, was der Herr Bundeskanzler macht. Der Herr Bundeskanzler macht das, was sein linker Koalitionspartner macht, weil er Angst um seinen Job hat. Ja. Aber schauen Sie sich das Dokumentationsarchiv an. Ja. Da sitzen Leiterinnen wie die Frau Blimlinger. Da glauben Sie, dass die in irgendeiner Art und Weise in der Lage ist, was Objektives über die FPÖ zu sagen? Nein. Und dann schauen wir uns bitte auch noch die Vorwürfe an, die in dem Video oder aus dem Video herausgehen. Ja. Also man moniert einmal, dass da ein Fackelzug drinnen dabei ist. Ja. Den größten Fackelzug der Zweiten Republik hat die Linke organisiert, wie das Licht am Meer rund um den Ring rotiert ist. Da wird das Einblenden von faschistischen Vordenkern moniert, da geht es nicht um. Von faschistischen Vordenkern, die genau von diesem Privatverein Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes als solche bezeichnet werden. Ja? Und da muss man, glaube ich, jetzt mal auf die Begrifflichkeiten ein bisschen zurückgehen. Alle die jetzt sozusagen die Rechtsextremismusmacher sind, kommen aus der KPÖ, die kommen von den Grünen und vom linken Rand der SPÖ. Schauen Sie in das Dokumentationsarchiv an. Rein, schauen Sie, wer da drinnen sitzt, ein paar schwarze Punkte gibt es auch noch, damit das Kind einen Namen hat. Aber ansonsten können die nicht einmal ansatzweise den Anspruch heben, in irgendeiner Art und Weise objektiv zu sein. Und dann schauen wir mal drüber, wer sich da drinnen alle so herumtreibt. Ich meine, das sind Leute, die in Zukunft den Rechtsextremismusbericht machen sollen. Die kommen alle mit einer politischen Punktierung aus einer Ecke, dass es Ärger nicht geht. Und die sollen jetzt den Rechtsextremismusbericht machen. Die österreichische Bundesregierung stattet das Dokumentationsarchiv mit geheimdienstlichen Informationen und hochbrisanten persönlichen Informationen aus, lagert das an einen Privatverein aus, weil der Verfassungsschutz nicht in der Lage ist, das selber zu machen. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber für mich ist die Optik eine verheerende. Und gleichzeitig ist man auf dem linken Auge blind. Extremismus muss auf beiden Seiten verurteilt werden. Ja. Links schaut man nicht hin, im Gegenteil, die Linksextremisten machen einen Rechtsextremismusbericht. Ja. Das ist eine Kutz, bei der es ja gar nicht geht. Und das machen wir sichtbar und genau deswegen auch jetzt die Herbstoffensive gegen den Linksextremismus. Also jetzt will die FPÖ mit dem Argument, dass wenn Rote und Grüne einen Rechtsextremismusbericht machen, also laut Ihnen Rote und Grüne, ich habe mir jetzt nicht angeschaut, wo die alle hingehören, aber laut Ihnen, die sind unglaubwürdig, aber wenn die FPÖ einen Linksextremismusbericht machen würde, wäre sie glaubwürdig? Nein, schauen Sie, der Unterschied ist der, wir machen nur sichtbar, wer auf der anderen Seite sitzt. Und wer sozusagen der Rechtsextremismusmacher ist, ja? Das sind die Leute, die sich gegenseitig im ORF und überall im Kreis einladen und gegenseitig zitieren, ja? Die mal eine Parallelwahrheit irgendwann erfunden haben und sich gegenseitig da irgendwie mit Definitionen volllabern, wo man sagt, okay, die entsprechen überhaupt keiner Wissenschaft. Ich meine, und auch wenn ich mir das Dokumentationsarchiv anschaue, ja? Das heißt, wo es ja sogar gerichtliche Urteile gibt, wie man diesen Verein überall bezeichnen kann, nicht?
dass man darf zum Beispiel Privatstasi sagen zum DÖW, man darf kommunistische Tarnorganisation sagen zum DÖW, polypenartige Institution. Ja. Das sind alles Dinge, das wächst ja nicht, das fällt ja nicht vom Baum. Es gibt zwei Gerichte, das Oberlandesgericht Linz und das Oberlandesgericht in Wien. Beide haben im Fall einer DÖW-Anzeige gesagt, die kann man wegschmeißen, aber weil sie fachlich so dermaßen schlecht und tendenziös ist, dass Herr sie nicht brauchbar ist. Da ich die FPÖ ja auch nicht erst seit gestern kenne, weiß ich, dass die FPÖ seit Jörg Haiders Zeiten sich immer wieder aufs Dokumentationsarchiv einschießt. Das werden wir heute nicht lösen. Ich möchte nur als Schlussfrage noch ein anderes Thema. Die SPÖ hat ihr neues Millionärssteuerkonzept vorgestellt. Da ist jetzt der Rahmen angehoben worden. Da soll bis 1,5 Millionen Euro wert das Eigenheim ausgenommen sein. Darüber hinaus sollen dann Steuersätze von 0,5 und ab 50 Millionen Euro zweiprozentige Steuern eingehoben werden. Ist das schlecht für Sie? Für mich persönlich nicht, weil ich mich nicht in den Kreisen bewege. Aber man muss jetzt schon einmal auch hier wiederum die Kirche im Dorf lassen. Ich meine, was die ÖVP hier machen möchte, ist offensichtlich die KPÖ. Die KPÖ Plus. Bei der ÖVP wäre es überraschend, ja, wenn sie das vorlegt. Das war jetzt eine Verwechslung. Nein, aber was die SPÖ hier möchte, ist die KPÖ Plus scheinbar links zu überholen. Ja. Nur vielleicht ein bisschen feiner, weil die KPÖ hat ja davon gesprochen, dass der Mateschitz sofort enteignet werden muss. Und ich weiß nicht, was da sonst noch für glorreiche Ideen gegeben hat. Wo übrigens auch nur jeder schmunzelt drüber und überhaupt nicht sieht, dass das eigentlich wirklich staatszersetzend ist, was diese Kommunisten hier fordern. Ja. Dann haben wir einen Kommunisten an der Spitze der SPÖ, der seine Büsten weggeräumt. Vielleicht hat er es wieder aufgestellt, ich weiß es nicht. Aber auch das ist ein purer Kommunismus. Und jetzt bin ich wirklich gespannt. Ab 50 Millionen Euro zweiten. Naja, Moment. Also es geht um die Erbschaftssteuer, da geht es mal bis 1 Million Euro. Und da möchte ich mit Ihnen einmal darüber diskutieren, wenn Sie ein Haus im Speckgürtel haben und das braucht keine Villa sein. Ja? Da sind Sie alleine mit den Grundstückspreisen. Das ist ja jetzt ausgenommen. Wenn Sie ein Eigenheim haben im Wert von 1,5 Millionen Euro, ist das ausgenommen vom neuen Konzept. Von der Vermögensteuer. Ja. Ich rede über die Erbschaftssteuer. Okay. Ja. Mhm. Und da kommt man dann relativ rasch zum Zug, was die Erbschaftssteuer betrifft. Und dann ist es halt so, dass in den 70er Jahren vielleicht irgendwann Eltern, Großeltern dort ein Haus gebaut haben, das übrigens 7.000 Mal versteuert haben mit allen möglichen Steuerlasten, die es in der Zwischenzeit gegeben hat. Und jetzt möchte der Fiskus wieder drauf zugreifen. Ja. Führt dann dazu, dass sie die Erben das Haus nicht mehr leisten können und es verkaufen müssen, um die Erbschaftssteuer zu bezahlen. Ich habe zum Beispiel die Situation gehabt, ein Landwirt aus Kitzbühel war ein sehr interessantes Beispiel. Der hat mir ein E-Mail geschrieben. Ja. Und der hat gesagt, er geht Teilzeit arbeiten und betreibt nebenbei seine Landwirtschaft, hat ein paar wenige Milchkühe und so weiter und so fort. Das große Problem, das er hat, ist, dass er einen Bergbauernhof über Kitzbühel hat, ja, und dass dort die Preise explodiert sind. Das heißt also, alleine der Hof wird dort mit 15 bis 20 Millionen Euro gehandelt. Ja. Und jetzt möchte ich wissen, wie der eine Erbschaftssteuer nach der Marke der SPÖ dort bezahlen soll. Ja. Der kann sich nicht ein paar Ziegeln rausbrechen aus dem Hof, der muss sein Haus verkaufen, sein Elternhaus, wo die Familie seit hunderten Jahren auf diesem Hof wirtschaftet, weil die SPÖ sich das gerade einbildet und weil es offensichtlich die Zuwanderer, die hier bei uns ins Sozialsystem hineinkreschen, in irgendeiner Art und Weise partizipieren lassen möchte. Also alles in allem ein Konzept, das überhaupt nicht ausgegoren ist. Und vielleicht noch eines. Ich bin gespannt, wie der Herr Babler das seinen reichen Vorgängern erklärt. Ich bin gespannt, wie er den Herrn Kern aussackeln wird. Ich bin gespannt, wie er den Herrn Gusenbauer aussackeln wird. Und ich bin vor allem auch gespannt, was er dem Herrn Androsch erklären wird, wenn er mit seinen postkommunistischen Plänen da daherkommt. Naja, noch ist die SPÖ nicht in einer Bundesregierung. So wird es auch nicht werden. Die absolute Mehrheit hat sie, glaube ich, auch nicht. Aber von Ihnen kommt ein Nein zu den neuen Millionärsteuern-Ideen der SPÖ. Damit danke Christian Hafenegger für das Gespräch. Danke für die Einladung. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.